Als wir am künstlichen See unseres Wohnblocks vorbeigingen, war ich äußerlich ganz ruhig. Aber in mir brodelte es. Jetzt war also Georgie der General und bestimmte, was wir machen sollten und was nicht. Und Dim folgte ihm als hirnlos grinsender Wachhund. Aber dann kam die Erleuchtung. Und plötzlich begriff ich, dass das Denken nur was für Bekloppte ist und dass Leute mit Grips sowas wie Inspirationen haben oder was Smokey ihnen eingibt. Die allerherrlichste Musik kam mir zu Hilfe. Denn irgendwo stand ein Fenster offen mit einem Stereo an. Und da checkte ich genau, was zu tun war.